Moin Hamburg. So, jetzt muss ich einmal klickern, damit ihr was seht. Guten Tag, ich bin Axel von Central Station CRM und wir bauen die einfachste CRM-Software für kleine Unternehmen. Kunden von uns beantworten Fragen wie, wer war der Interessent, wann wurde zuletzt mit ihm gesprochen, was wurde vereinbart, wann ist vielleicht die Freelancerin wieder aus dem Urlaub zurück? Also so ganz grundlegende Basics in der geschäftlichen Kommunikation landen in unserer Software und helfen unseren Kunden dann dabei, einen guten Eindruck bei ihren Kunden zu machen. Wir machen also die einfachste CRM-Software, sage ich. Da lassen wir natürlich bewusst durchaus auch viele Sachen weg. Funktionale Dinge und ein Beispiel, was man nennen könnte, wäre das ganze große Thema KI, was aus unserer Sicht für die Kunden, die wir haben, also in erster Linie kleine Unternehmen, keinerlei Relevanz in der Kundenkommunikation hat. Heute nicht und in den nächsten Jahren auch nicht. Und wieso das so ist, das erzähle ich gleich noch. Ich hätte gerne, dass ihr euch einmal kurz hinstellt. Das fände ich großartig, ja, so eine große Bühne. Stellt euch mal kurz hin. Wenn ihr nicht aufstehen könnt oder keinen Sitzplatz habt, dann nehmt mal kurz den Arm hoch. Das wäre klasse. Hat schon mal super funktioniert. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage. Wer von euch arbeitet in einer Firma, die mehr als 500 zahlende Kunden im Jahr hat? Also wer arbeitet in einer Firma, die mehr als 500 zahlende Kunden im Jahr hat? Ihr könnt euch gerne schon hinsetzen. Super. Nächste Frage. Wer von euch arbeitet in einer Firma, die mehrere hundert Aufträge im Monat abwickelt? Auch ihr könnt euch hinsetzen. So, das heißt, man könnte auch sagen, ich diskriminiere gerade die E-Commerce-Leute. Die sind nämlich jetzt alle schon wieder am Boden. Und alle Leute, die jetzt noch stehen, ihr könntet wahrscheinlich unsere Kunden sein. Ich unterstelle mal, viele von euch sind im weitesten Sinn im People-Business. Das heißt, ihr seid vielleicht eine Agentur, irgendeine Art von Dienstleister, Consultant. Vielleicht seid ihr auch ein Freelancer oder eben aus einem ganz anderen Bereich, wie zum Beispiel ein Verein. Ihr habt es jetzt geschafft, ja, ihr könnt euch auch hinsetzen. Vielen Dank fürs Durchhaltevermögen. Wie gesagt, alle, die jetzt bis zum Ende gestanden haben, Firmen im People-Business sind tendenziell Firmen, die mit Central Station CRM arbeiten und eben ihre geschäftliche Kommunikation damit abwickeln. Und für diese Art von Firmen ist KI wirklich kein Thema. Ja? Kann man sich einfach getrost sparen. Die ganzen großen Läden, die eben sehr, sehr viele Bestellungen abwickeln zum Beispiel, die brauchen eine KI, um irgendwie eine Art von persönlicher Beziehung mit ihren Kunden zu mimen. Die ganzen kleinen Firmen, also die Agenturen, die Dienstleister, Consultants, die können das. Die können eine persönliche Beziehung über viele, viele Jahre mit ihren Kunden aufbauen, die viel, viel besser ist als und viel tiefergehend ist, als eine KI das schaffen würde. Insofern ist für die meisten kleinen Unternehmen KI überhaupt kein Thema in der Kundenbeziehung. Das ist ein Foto vom Kölner Großmarkt. Wer schon mal in Köln war oder es mal hinschafft, der sollte sich das auf jeden Fall mal geben. Insbesondere nachts ist das eine tolle Location, wo Obst und Gemüse umgeschlagen wird in erster Linie. Der Ort Kölner Großmarkt ist also abgefahren. Der ist kunterbunt, multikulturell und einfach irgendwie total anders als alles, was man irgendwie zwei Straßenzüge weiter vorfindet. Und insbesondere ist der Kölner Großmarkt alles andere als ja, normal. Das ist einfach irgendwie ganz was Besonderes. Und an vielen Stellen sind wir als Firma auch unkonventionell, genau wie der Kölner Großmarkt. Ich will euch mal ein paar Beispiele geben. Wir sind Anbieter einer CRM-Software, wir haben aber keinerlei Sales-Armee. Um ehrlich zu sein, hatten wir noch nie auch nur irgendeine Vertrieblerin, die mit unseren Kunden gearbeitet hat oder Outbound-Sales gemacht hat. All solche Dinge tun wir nicht, seitdem es uns gibt. Und ein anderes Beispiel, was ich noch nennen würde, ist, dass wir keinerlei Trieb haben, in größere Deals reinzukommen, an größere Firmen zu verkaufen. Upmarket nennt man das in der Software-as-a-Service-Welt, wo wir sind. Also man fängt mit kleinen Firmen an, das ist irgendwie so ganz leicht, ja, da braucht man nur irgendwie Kreditkartenzahlung und dann entwickelt man sich hin zu den großen Deals, zu denen, wo man richtig Schotter machen kann. Das ist eigentlich das, was alle Softwarefirmen machen und ich wette, ihr habt das schon mal bei einem Produkt gesehen, was ihr mal benutzt habt, was früher so ganz nett und gut bedienbar war und sich dann immer weiterhin entwickelt hat zu irgendeinem Monster. Und genau das tun wir nicht. Wir bleiben bei kleinen Kunden und schicken durchaus oft größere Firmen in die Wüste, die natürlich tendenziell auch gerne eine einfache Software für ihre Kunden hätten. Aber auf beiden Partys, also sowohl den kleinen Unternehmen als auch bei den großen Firmen, als Kunden zu tanzen, funktioniert nicht. Die, die das versuchen, die lassen meistens die kleinen Firmen auf der Strecke. Und genau das wollen wir nicht.
Wir können das tun, weil wir zu 100% bootstrapped, also eigenfinanziert sind. Wir haben keine Investoren. Die finden nämlich solche großen Deals auch immer total spannend, kann ich euch sagen. Und genau das haben wir nicht. Wir haben keinerlei Druck, ganz bewusst. Wir sind 100% eigenständig und wahrscheinlich würde der ein oder andere unsere Firma als Lifestyle-Firma bezeichnen. Also eine Firma, die nicht unbedingt nach dem IPO strebt, die auch dieses ganze, diesen ganzen Wahn nach der Einhornbewertung irgendwie so mittelmäßig absurd findet. Wir wollen in erster Linie, dass es unseren KollegInnen gut geht und alle einen vernünftigen Lifestyle haben. Wir haben keine Gewinnmaximierungsabsichten, sondern sind irgendwie, was das angeht, ziemlich boring wahrscheinlich. Ich bin total gerne so eine Lifestyle-Firma und da ziemlich stolz drauf, ehrlich gesagt. Nächste Seite, da geht es um unsere Kunden, beziehungsweise um das, was unsere Kunden über uns sagen. Wir wollen hier nicht mit Features um uns werfen. Wir machen die einfachste CRM-Software, die man sich so aussuchen kann, das habe ich schon erklärt. Und insbesondere zeichnen wir uns auch dadurch aus, dass wir eben Features nicht haben. Wie gut das ankommt, könnt ihr euch bei OMR Reviews zum Beispiel angucken. Wir tragen da das Leader-Badge in der Kategorie CRM. Das heißt, wir haben die besten Bewertungen, insbesondere in Themen wie Benutzerfreundlichkeit oder auch Kundensupport. Auch ein Bereich, auf den wir sehr viel Wert legen. Die KollegInnen aus Customer Success machen das möglich, dass wir so tolle Bewertungen einsammeln können. Und insofern vielen Dank an das Customer Success Team von uns und auch vielen Dank an Eva Maria, die uns hier mit so einem tollen Zitat beglückt hat. Finde ich auch gut, kann man ruhig mal klatschen. Vielen Dank, Eva Maria. Wer das jetzt interessant findet und vorhin relativ lange gestanden hat, dem empfehle ich einfach mal bei uns vorbeizugucken. Geht mal auf centralstationcrm.de, also wie der Hauptbahnhof. Und wenn ihr auf centralstationcrm.de/omr geht, dann bekommt ihr da noch einen besonders tollen Rabatt für die nächsten 12 Monate. Finally, vielen, vielen Dank an Oma, die gerade auf meine Kinder aufpasst. Ansonsten hätte ich heute nicht hierher kommen können. Ja, es war eine ziemlich knappe Kiste und meine Frau ist auch ziemlich busy. Insofern, ohne Oma wäre es nicht gegangen, wie so oft. Ja. Danke OMR, dass wir überhaupt kommen durften und danke, dass ihr alle zugehört habt. Ja, danke. Vielen Dank, Axel. Danke. Vielen Dank, Axel und auch Axels Oma. Top. Vielleicht eine Frage, du hast jetzt gerade gesagt, du bist sehr stolz darauf, dass dir Upmarket komplett egal ist, aber ist es nicht so ein generelles Problem, was du dann in dem Business Model hast? Also deine guten Kunden, die gut Geld bei dir ausgeben, für die werden wahrscheinlich irgendwann so komplexe Prozesse haben, dass du sie nicht mehr abbilden kannst, das heißt, die werden aus dir rauswachsen. Ja. Der ganze Schrott, der wird sterben, die werden auch nichts mehr bezahlen und im Endeffekt bleiben so ein paar Unternehmen übrig. Damit unterstellst du natürlich so ein bisschen, dass wir sehr viele Startup-Kunden haben, die halt immer so auf Hypergrowth aus sind. Und die irgendwie heute 20 Mitarbeiter, in 3 Jahren 100 und dann 1000 und so weiter. Unsere Kunden sind aber Dienstleister. Dienstleister werden nicht hypergrowth-mäßig irgendwie total eskalieren und die bleiben bei uns über viele, viele Jahre. Insofern habe ich da, was das angeht, nicht so eine Sorge. Und es ist natürlich schon so, dass wir auch in gewisser Weise mitwachsen. Das heißt, wenn du bei uns mit 10 Usern irgendwie anfängst, dann bist du nicht mit 20 schon rausgewachsen. So, ne? Wir haben Kunden, die haben irgendwie 200 User auf dem System und das ist alles kein Problem. Aber wenn du jetzt eine 200 Mann starke, super kompetitive Sales-Armee hast, dann ist unser Tool wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. So. Insofern, man muss immer so ein bisschen gucken, aber wir haben bislang überhaupt nicht das Problem, dass die Kunden bei uns rauswachsen und dass es irgendwie da so eine natürliche Grenze gibt. Dass wir natürlich mit Churn mehr zu kämpfen haben, als wenn man nur Enterprise-Kunden hat, das ist wahrscheinlich auch so, aber ist für uns jetzt ehrlich gesagt kein großes Thema, das Churn-Thema. Jetzt hast du erzählt, ihr seid bootstrapped, also ihr habt keinen Investor. Wie habt ihr es gemacht? Also wie habt ihr überhaupt eure ersten Kunden? Ihr macht kein Outbound so wirklich. Ja. Also das ist ja eigentlich die perfekte Geschichte, die du mir gerade erzählst, so von wegen, du bastelst ein CRM und sagst, Leute, kauft es und die Leute kommen und rennen dir die Bude ein. Ja. Was ist der Trick? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wann du anfängst. Ne? Jetzt habe ich 2 Kinder, heute könnte ich den Move wahrscheinlich nicht machen. Insofern, das ist schon ein wichtiger Faktor. Wenn du natürlich früh anfängst, zum Beispiel im Studium, ja, da kannst du relativ lange ziemlich wenig leben, so ungefähr. Und wir mussten ja auch erstmal eine Software bauen. Ne? Also ich habe letztens irgendwie einen Podcast gehört, da hat jemand irgendwie 5 Jahre an der Software entwickelt und sich erstmal 50 Entwickler zahlen lassen. Da fällt mir die Kinnlade runter. Ja? Also wir haben mit 2 Leuten irgendwie es gerade dahin geschafft, dass wir quasi uns Gehälter zahlen können und dann so peu à peu uns weiterentwickelt. Das dauert natürlich viel, viel länger, aber an ganz vielen Stellen ist es auch irgendwie total gesund, gerade beim Thema Hiring. Also ich weiß nicht, wie man im Jahr so viele Leute einstellen kann. Für mich klingt das total ungesund. Ja, wir stellen im Jahr vielleicht 2, 3 Leute ein und das ist schon,
Also für mich ist das schon hart. Ich will ja, dass die Leute zu uns passen und dass das irgendwie ein cooles Team gibt und so weiter. Ne? Also die Vorstellung, ich müsste jetzt jeden Monat 5 Leute einstellen, setzt mich massiv unter Druck. Ja? Also insofern ist es irgendwie etwas andere Denke. Ja? Aber wie finden euch die Kunden heute? Also ist es über Google dann groß, ist es über SEO oder ist es Mund-zu-Mund-Propaganda? Genau, es ist viel organisch. Referral ist für uns ein sehr starker Kanal. Das ist schon viel. Wir machen natürlich auch ein bisschen Performance-Marketing, so ist es nicht. Ne? Aber das sind die primären Kanäle, genau. Wir machen halt nur kein Outbound. Ne? Das ist aber auch, also hat auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Natürlich OMR Reviews. OMR Reviews, stimmt, habe ich dir vorhin erzählt. Ja. Jetzt habe ich es nicht gesagt, ja. OMR Reviews ist mittlerweile auch ein Kanal für uns, ja. Genau. Sonst natürlich keiner von den Bewertungsplattformen, da kommt ja nichts. So ist es. Ja, vielen Dank dir. Und du kommst dann später nochmal kurz auf die Bühne. Alles klar. Und liebe Grüße an die Oma, ne?